Deshalb verbindet diese drei Personen eine Gemeinsamkeit. Sie alle gewannen schon in Oberhof. Aber was genau ging in den letzten Jahren im Hexenkessel des Biathlons ab? Viele Athleten, die in Oberhof 2020 erfolgreich waren, haben ihre Karriere längst beendet. Martin Foucault startete mit 2 Siegen sein großes Comeback. Aber auch Marta Olsby-Reuseland stand 2-mal auf dem Podium. Ein Jahr später gab es Covid-bedingt die Oberhofer Doppelwoche. Woche 1 war in norwegischer Hand. Während Cyril Eckhoff bei den Frauen das Double holte, gewann Johannes Thingnesbø im Sprint und Legreit im Verfolger. Nur in den Mixed-Wettbewerben waren andere Nationen oben. In Woche 2 setzte Eckhoff ihren Siegeszug im Sprint fort. Franziska Preuß und Julia Simon lieferten sich ein Battle bis zur Zielgeraden. Auch die Bös waren wieder erfolgreich. Die Männerstaffel ging an die Franzosen. Deutschland jubelte nach fast 2 Jahren zum ersten Mal wieder mit der Damenstaffel. Im letzten Winter hatte Johannes Thingnesbø keinen Grund zum Jubeln. Mit 5 Fehlern im Sprint wurde er 28. Nach fast 5 Jahren sein zweitschlechtestes Ergebnis. Loginov und Quentin Fillon-Maillet grüßten jeweils von oben. Bei den Damen machte Reuseland den Hattrick perfekt. Sie gewann beide Einzelrennen und die Mixed-Staffel. Aber vergesst nicht, Lisa Vitozzi holte in Oberhof 2019 auch den Doppelsieg. Und